Also ich werde das jetzt noch machen wollen. Nur, was soll jetzt kommen? Warum sind hier normale Trainer? Warum sind hier Trainer? Das ist ein DH-Gebäude. Spielen wir hier Verstecken oder was? Toxroach. Gangshot, stirbst du jetzt wieder, Winster? Wenn du jetzt wieder drauf gehst, sofort, ne? Na, noch hast du überlebt. Aber warum sind die Trainer? Der Ruf. Spider-Rack, das ist nur ein Biberack, oder? Das ist nicht mal. Ja, das ist nur ein Biberack. Level 61. Ja, gut. Also wenn jetzt hier wirklich nicht nur Trainerklassen sind, die sich in komischen Gebäuden aufhalten, bin ich irritiert. Oh, ihr müsst Claude einer. Fuck off. Scheiße, ich glaube, ich kann es nicht mehr sehen, ey. Geht mir sonst auf den Zeigerstick, Mann. Ja! Sehr effektiv, machen den Abgang. Der Jaden. Alles. War das nicht stimmt? Du hattest nicht nur Matsche in deinem Team, obwohl du davon geredet hast. It's selling for $30.000. Das ist ein Spiel? Weird. Ja. Dann. Das ist absurd. Also, sorry, das ist ja mal massiv absurd. Warum sind jetzt hier noch wilde Pokémon drin? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Ja, ich frage mich, warum du hier bist. Das ist die viel interessantere Frage. Warum bist du hier? Irgendein Trainer, der nichts mit Team DH zu tun hat. Oh, Level 65. Oh. Ich verdufte. Ah ja, Scheinkante. Oh Mann. Das wird reichen. Das wird sowas von reichen. Oh, fuck, Alter. Das war's mit Duplo. Was ist denn hier los? Was ist denn hier bitte kaputt? Ich hätte nicht gedacht, dass weder das Video überlebt noch ich. Coole Sache das. Crit. Oh, das Piepen geht mir auf die Nüsse. Muss nicht sein. Sphericoil. Was ist ein Sphericoil schon wieder? Das klingt wie so eine Weiterentwicklung von Boeing Alternative, aber das wird es nicht sein. Was soll das denn schon wieder sein, bitte? Also was es sein soll, erkenne ich. Das ist ein Meisterball. Das soll also eine Art Weiterentwicklung von Elektroball sein, die einen Meisterball darstellt. Aber was zum Fick, Alter? Was zum Fick, Mann? Wie sieht das denn aus? Oh, Hypnose trifft nicht. Das ist ja wieder mein Herz allerliebst. Oh nein. Hätte ihn in die Mangel genommen. Hör auf, mich zu zahlen. Oh fuck, Alter. Ja, Huber Huber, viel Spaß damit. Ich muss ernsthaft zu meinem Not-Pokémon greifen. Und selbst das hat effektiv getroffen. Sehr effektiv. Ja, ich habe ein Problem. Ich habe ein. Also. Ja.
oder so. Ich werde jetzt nicht an einem random No-Name-Trainer verlieren. Ja, gut. Ich hatte gerade kurzzeitig Angst. Ole, no ey. I couldn't read your tactics. Also du hast mich hier fast auseinandergenommen komplett, ja? Uiuiuiui, das müssen wir mal heilen hier. Und Umheilung an alle. Das war gerade heftig. Rip, rip, rip. Ja, die Top-Plänke werde ich mir noch aufheben für die Rematches auf Level 100. Die kann man ja auf jeden Fall gebrauchen dann. Achso, da waren wir ja. Ich wollte gerade sagen, es liegt ja nach oben, aber. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Where do I have to. Ach, das Ding gibt's hier auch Wild zu fangen. So, kann ich jetzt bitte weitermachen? Ein weirdo Typ, der ist ein Teleporter. Oh Mann, Alter, mach mir doch nicht so eine Angst. Have a triple battle, ey. Was ist denn mit den Leuten? Ich dachte jetzt erst, jetzt kommt ein Dreierkampf. Was wäre das denn gewesen? So random einfach einen Dreierkampf reinschmeißen. Okay. Das ist gut zu wissen. Ich hoffe mal, dass du stirbst. Okay, du hast was anderes gemacht. Ey, das wäre es jetzt gewesen. Einfach mal so ein Dreierkampf. Electrode. Wir haben gerade was gesehen, was noch heftiger war als du. Ich verstehe nicht, warum das jetzt danach kam. Ja, ja. Noch das Item habe ich gesehen. XP, das brauche ich auf jeden Fall. Wobei, sollte das nicht verschmähen, das Item, das hat in der Normalarena extrem weitergeholfen. Daran erinnere ich mich noch sehr gut. Und den Teleporter lassen wir noch. Und obwohl hier so drei Pflanzen dekorativ aufgestellt sind, hat es nichts gebracht. Warum sind da drei Türen? Ist das jetzt legit Geos Ganze? Ja? Was ist hinter Tor 1? Bevor ich da reingehe, machen wir erstmal hier weiter. Muss ich dazu irgendwas sagen? Ja, Wissenschaftler-Man, der wird wahrscheinlich eher Stahl- und Elektro-Pokémon nutzen, oder? Dann. Nee, dann. Will ich gar nicht erst hier Risiken eingeben. So, oder ich gehe einfach vorbei. Was? Die sind schon weg? Hm. Der Scientist. Bö. Risik. Oh. Hätte ich sogar machen können, wenn du siehst. Es hat doch Schwebe, oder? Ja, dann würde ich das gar nicht erst machen. Kann ich das jetzt? Oh, yes. Ich muss trotzdem nochmal so angreifen. Als hätte ich eh nicht gekillt, oder? Es wird wahrscheinlich im roten Bereich landen oder so. Oh, ja, gut geschätzt. Also zumindest sehr nah dran am roten Bereich. Ja, jetzt kann ich nicht angreifen. Tja. Minze. Das ist sowas von ironisch. Also, das ist ja wohl die Definition von Ironie, oder? Da kann ich gar nichts anderes zu sagen, gerade zu der Situation. Oh Mann, ey. Scheiße. Oh, Quick Attack, das war wenig, weil du doof warst. Ich switch zum Winz und dann kommt Explosion, ey. Ist das lustig. Ja. Oh, oh nein, das ist ein
Ass-Trainer-Doppelkampf, oder? Was soll das denn? Was ist mit euch denn los? Doesn't it smell a little funny? Hast du Forts, oder was? Was ist mit euch? Bitte nicht alle Tiere verpesten mit euren Püpsen. Pupsen. Pupsen ist nicht die Mehrzahl von Pups. Ey. Es hat ewig gedauert, ja. Es hat wirklich ewig gedauert. Ich hab's auch komplett vergessen, dass ich das jemals erwähnte. Aber ich weiß nicht, vor wie vielen Folgen das war. Hab ich doch da erwähnt, dass es irgendwann einen Kampf geben wird, ein Dido King, Dido Queen. Und siehe da, er ist endlich da. Irgendwann musste es soweit sein. Es ist einfach ein viel zu gutes Duo, um nicht einen Doppelkampf damit zu machen. Zumal wir schon so viele mit Nidoran männlich und weiblich hatten und... Oh, gelayed. Und wieso greifst du da mit Spider an und mit Nidorino und Nidorina? So, was ist jetzt hier los? Du machst erst vielleicht darauf. Gelayed. Das ist schon ein krasses Kaliber. Level 63 BC. Was kommt jetzt? Nein, das hätte ich mir denken können, dass noch gerade wo dazu stößt. Ja, ist überlebt. Und setzt mal wieder die Attacke ein, die mir massiv auf die Schnauze geben wird. Boah. Aua. Aua, schreit der Bauer. Ja, dann... Stone Edge da drauf und das muss raus. Ja, geilo. Oh yes, ich werde gefiegt. Ich werde so gefiegt gerade. Oh nein. Was mache ich denn jetzt? Das Ding wird mich doch jetzt auseinandernehmen gleich. Shadow Ball. Oh. Alter, ey. Mann, die Animation ist so eine Scheiße. Das trifft nicht beide. Hör auf, mich zu verarschen. Oh, so liegt daneben. Geil. Geil. Bitte aufwachen. Please wake up. Nö. Warum auch? Tschüss, Steckmantel. Boah. Das ist ein desaströser Kampf. Autsch. Ja, das wird dann wieder eine Heilrunde sein. Das war heftig. Hab ich nicht schon mal jemanden besiegt, der Tyra hieß? Genauso geschrieben. Namen müssen sich auch mal wiederholen. Als Sieg ist die Pokémon und das Flyer wegen Slobber, genau. Retter jetzt ja auch noch. Ja, ich hab grad den Band durch die Ski drin, weil letztendlich komme ich sowieso jetzt dahin. Genau. So, wir waren stehen geblieben bei den Danke-Rettern. Ich weiß jetzt, dass du hier in dem Gebiet bist. Mann, hier stehen geblieben. Bevor ich die Fall benutze, möchte ich noch. Wobei, das ist egal. Ich glaube, ich komme jetzt überall hin, ohne mir was zu verbauen. Also sofort nach unten. Was ist denn das da? Das habe ich schon vorhin gesehen. Ein Fragezeichen, Incognito. Puffume. Eine Mischung aus Pufferfisch und Perfume oder wie? Whatever. So weird. So, was ist das jetzt hier? Okay. Das kann irgendwas machen angeblich. Ja, wir müssen aber jetzt erstmal nicht hier vorlassen wegen Runaways Fähigkeit. Ich traue dem hier alles nicht. Nein, kein Hammerball. Wir merken uns den Teleporter, als ist das riesig wieder, ne? Ja, so viel zu. Ist ja nur so ein Team DH Hideout-Ding. Was soll denn hier großartig kommen? Jetzt habe ich meinen Turm nicht wieder gewechselt.
Was soll hier groß kommen, außer noch ein riesiges Gebiet mit mehreren Möglichkeiten, wo man hin kann und Trainern und ja, Magneton. Das hätte Münze sowieso nicht geschafft. Aber Spice schafft das auch nicht. Loser. Spezialangriff ist runtergegangen. Das reicht auf jeden Fall trotzdem mit Vierfachschwäche und Pudersand. Oh, da ist dieses Puff-Dingsbums. Ja, ey, Münze, probier's einfach. Wenn du es verkackst, dann ist es halt so. Das wäre ja nichts Neues. Das wird ein Geist sein und was noch? Gift vielleicht. Der Puff ist ja Gift. Kugelfische sind giftig. Sehr gut hergeleitet von mir an der Stelle. Wow. Und ein... Nicht gut. Gar nicht gut. Porygon Z. Eines der schlimmsten Pokémon in diesem LP. Metal Blast. Ja, das kann mir egal sein. Metal Blast. Ja, meine Soundkulisse stockt wieder ab. Und du bist immer noch da. Albern Herz. Nein, das wird mich nicht killen. Auf keinen Fall wird mich das killen. Diesmal bist du gegen eine Wand geraten. Porygon Set easy gekillt. Jo, nee, hast du nicht. What does Po mean? Ey, Folge 4. Was bedeutet Po oder so? Es gibt also doch irgendwie wieder Po.